Ganz herzlich willkommen zu einem TMTV-Special. Und zwar kümmern wir uns heute ganz ausführlich um das Marktwert-Update in der Serie A. Bei uns geht es ja in der Vorweihnachtszeit Schlag auf Schlag. Alle Top 5 Ligen werden mit einem Marktwert-Update versehen. Alles noch vor Weihnachten und bei uns bekommt ihr alle Infos. Heute gibt es also Auf- und Abwertungen aus der italienischen Elite-Liga. Und dabei beginnen wir mit einer gut übersichtlich zusammengestellten Top 11. Wir zeigen euch die Top 11 der Serie A aus Spielern, die ihren Marktwert am stärksten verbessern konnten. Im Tor Alex Meret von Neapel, der junge Italiener, 22 Jahre jung, im Sommer für 22 Millionen von Udinese gekommen. Dann haben wir eine Dreier-Verteidigerreihe bestehend aus Alessandro Bastoni, der 20-Jährige von Inter, daneben sein Mannschaftskollege Stefan De Vries und Maraš Kumbala von Hellas Verona. Davor haben wir einen defensiven Mittelfeldspieler mit Marcelo Brozovic von Inter, der Vize-Weltmeister aus Kroatien, legt nochmal 10 Millionen Euro zu. Kommen wir zu den Außenverteidigern. Auf der linken Seite Theo Hernandez, der Bruder von Lukas von FC Bayern München. Aktuell einer der wenigen Lichtblicke in der aktuellen Ligasaison bei Milan. Ricardo Rodriguez scheint schon lange vergessen. Obwohl er auf der Linksverteidigerposition spielt, einer der offensiv gefährlichsten Spieler des Teams, muss sich nur noch defensiv etwas verbessern, legt 7 Millionen zu. Und auf der anderen Seite haben wir Dejan Kulusevski, der spielt ein bisschen offensiver normalerweise, ist aber extrem variabel, der 19-jährige Schwede. Leihgabe von Atalanta, jetzt bei Parma Calcio aktiv. Wohl die größte Überraschung der Saison, hat diverse Ausfälle in der Parma-Offensive nutzen können und ist jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Spielsystem wegzudenken. Variabel einsetzbar und extrem weit für sein Alter. Er wird mit Inter in Verbindung gebracht, vielleicht sogar schon im Winter. Dann haben wir davor Luis Alberto von Lazio, jetzt 40 Millionen Euro wert. Und noch ein ganz interessanter junger Mann, Gaetano Castrovilli. Von 8 auf 25 Millionen steigt der Marktwert. Nach einer guten Saison in der Serie B hat er sich direkt einen Stammplatz bei der Fiorentina sichern können und spielt direkt so, als wäre er schon Jahre dort. Er ist fast immer bester Mann auf dem Platz und hat in dieser Hinrunde sogar Chiesa in den Schatten gestellt. Neben dem Nationalteam auch interessant für alle Top-Clubs Italiens. Ja, und interessant sind natürlich auch die beiden da vorne. Einerseits Lautaro Martinez von Inter, jetzt 80 Millionen Euro wert, verdoppelt seinen Marktwert. Liegt natürlich auch daran, dass internationale Top-Clubs ihn wollen. Barca ganz vorne, dort wird er heiß gehandelt als Nachfolger von Luis Suarez. Und dann noch Paulo Dybala, der war ja so ein bisschen das Sorgenkind bei den vergangenen Marktwert-Updates in der Serie A, liegt jetzt aber nochmal 10 Millionen Euro drauf, obwohl Juve den Angreifer im Sommer noch verkaufen wollte. Man war sich total unsicher, ob er im System von Maurizio Sarri und dann auch noch gemeinsam mit Ronaldo spielen kann. Dass er das kann, hat Dybala eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist neben Ciro Immobile und eben Martinez der stärkste Offensivspieler dieser Serie A-Saison. Also 85 sein Marktwert. Und diese 11, die war vor unserem Update 323 Millionen Euro wert. Jetzt sind es 473. Das heißt, ein glattes Plus von 150 Millionen Euro, die diese 11 Spieler kumuliert drauflegen konnten. Und wir machen an der Stelle weiter mit weiteren Gewinnern des Marktwert-Updates. Beginnen mit einem jungen Mann, der prozentual von allen Spielern am besten zulegen konnte. Daniel Fusato ist zwar nur Ersatzkeeper bei der Roma, hat noch nicht eine Serie A-Minute gespielt. Für die Euroleague ist er gar nicht nominiert, legt aber trotzdem 400% an Marktwert zu. Und zwar, weil er jüngst für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert wurde. Andrea Belotti kann nach einem solchen Jahr 2018 wieder nach vorne schauen, denn er ist einer der wichtigsten Spieler des FC Turin. Er ist zwar nicht die 100 Millionen Euro wert, die sein Präsident für ihn fordern würde, wenn man ihn kaufen möchte, aber Belotti ist wieder der Alte und beeindruckt mit Torgefahr und Physis.
Robin Gosens, der junge Deutsche, gewinnt auch. Und zwar 6 Millionen Euro, hat sich mittlerweile perfekt in das System von Atalanta integriert. Sehr viele Ballkontakte, starker Drang nach vorne und sehr torgefährlich mit 4 Toren in 12 Spielen. 50% gewinnt er dazu. Gleich 350% legt Salcedo obendrauf. Der hatte ja schon mit 15 Jahren sein Serie A-Debüt gegeben. Dann sein Wechsel zu Inter und die Leihe zu Hellas Verona. Und nach einer ersten Eingewöhnungsphase wurde er jetzt schon zu einem der Leistungsträger in der überraschenden Verona-Saison. Und auch Nicolo Saniolo gewinnt dazu 10 Millionen Euro oder 25%. Er bestätigt seine Leistung der Vorsaison, scheint jetzt aber noch konstanter zu sein und ist auch schon zu einem wichtigen Teil der Nationalelf Italiens geworden. Es gibt aber natürlich auch Abwertungen bei unserem Update in der Serie A, gleich einen ganzen Haufen prominenter Namen, allen voran Cristiano Ronaldo. Einerseits fortschreitendes Alter, der Grund, er wird ja im Februar 35 und dazu kommt ein kleines Leistungstief, hat man bei ihm auch länger nicht gesehen. Er ist nicht mehr so dominant, wie man das von ihm gewohnt ist und daher kann er seinen Marktwert nicht halten, geht von 90 auf 75 Millionen runter. Damit verliert er die Spitzenposition in der Serie A und sinkt gleichzeitig auf den niedrigsten Marktwertstand seit 9,5 Jahren. Der nächste prominente Verlierer der Serie A, das ist Mario Balotelli, verliert 50%. Leider, muss man sagen, hat auch die Rückkehr in seine Heimatstadt Brescia nicht so richtig die Probleme lösen können. Das Talent bleibt wie immer immens, die Leistungen sind aber kaum vorhanden. Auch Kevin Prince Boateng verliert. Er kann nicht die Stütze sein bei der Fiorentina, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Geht von 7 auf 4 Millionen runter. Er kommt meist nur zu Kurzeinsätzen in der gut besetzten Offensive des AC Florenz. Adrien Rabiot verliert 3 Millionen, also büßt nur wenig ein. Ja, er scheint bisher noch nicht so richtig angekommen in Italien nach seinem ablösefreien Wechsel zu Juve. Vielleicht braucht er auch noch etwas Zeit, aber momentan wirkt er eher langsam und etwas mechanisch. Ante Rebic scheint wieder der Spieler zu sein, der er damals bei der Fiorentina schon war. Bisher keine Anzeichen vom Eintracht Frankfurt Rebic bei Milan. Er scheint total überfordert bei allem, was er macht. Dementsprechend geht's runter um 25%. Er ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen 30 Millionen wert. Allen vom SSC Neapel wollte eigentlich im Sommer wechseln. Das scheint auch Spuren hinterlassen zu haben bei seiner Leistung. Er verliert 10 Millionen und muss dann darauf bauen, dass die Zusammenarbeit mit Gennaro Gattuso besser läuft als mit Carlo Ancelotti. Und der frühere Wolfsburger Simon Kjær hatte seine Chance zu Saisonbeginn bei Atalanta, diese aber nicht genutzt. Jetzt ist er nur noch auf der Bank, das heißt, er büßt ein. Von 8 Millionen geht es runter auf den neuen Marktwert, 6,5 Millionen Euro. Hat sich also einiges getan auf beiden Seiten, bei den Gewinnern und Verlierern des Marktwert-Updates. Und daraus ergibt sich auch eine ziemlich durchgewühlte Top 5 bei den wertvollsten Spielern der Serie A. Und genau die wollen wir euch jetzt einmal zeigen. Ein sehr beliebter Marktwert, das ist die 75 Millionen Euro Marke. Die hat Kalidou Koulibaly, der Innenverteidiger von Napoli. Genauso wie Romelu Lukaku bei Inter Mailand, der 26-jährige Stürmer, ebenso 75 Millionen Euro wert, wie auch Matthijs de Ligt von Juve. Da natürlich noch viel Potenzial nach oben mit seinen jungen Jahren. Einer der Shootingstars der Serie A, Lautaro Martinez, der ist nochmal 5 Millionen Euro mehr wert. Bei Inter ist ja heiß umworben, wie angesprochen. Und an 1, Paulo Dybala, 85 Millionen sein neuer Marktwert. Damit ist er Erster in dieser Top 5. Und uns fällt auch auf, Cristiano Ronaldo fällt aus dieser Aufzählung raus. Er ist nur noch auf dem 6. Rang mit, ihr dürft raten, natürlich 75 Millionen Euro Marktwert. Er ist aber älter als De Ligt, Lukaku und Koulibaly. Deswegen haben wir ihn an 6 gerankt. Soweit also die Infos zum Marktwert-Update der Serie A. Wie gesagt, hat sich einiges getan. Paulo Dybala, neuer Spitzenreiter. Cristiano Ronaldo fällt raus aus den Top 5. Kein Spieler mehr über 100 Millionen Euro in der italienischen Liga. Nichtsdestotrotz viele interessante Namen. Und wenn ihr die alle nochmal aufgelistet sehen wollt, geht einfach auf transfermarkt.de. Da haben wir es natürlich alles für euch zusammengetragen. Und
Ich habe auch noch eine weitere Empfehlung für euch hier auf dem Kanal. Da könnt ihr nämlich einmal hier klicken. Da seht ihr unsere Playlist mit den Marktwert-Updates und unten unser aktuellstes Video. Schreibt auch noch gerne eure Meinung, ob ihr mit den Auf- und Abwertungen zufrieden seid. Und wir sehen uns hier demnächst auf dem Channel.